Vaishnava Thakura, Dayala Sarvara, Hidase Karuna Kavi, Iyabada Jaya Sunae Amare, Umara Charanadori. Vaishnava Thakura, Thank you.
Oh,
Thank you.
warm jetzt. Ist jetzt schon warm. Ist dein Oh,
Jaya Radha Madhava Jaya Kunjavi Hari Jaya Radha Madhava Jaya Kunjavi Hari Jaya Radha Madhava Jaya Kunjavi Hari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivara Dari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivara Dari Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Madhava Jaya Kunjavi Hari Jaya Radha Madhava Jaya Kunjavi Hari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Kunjavi Hari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Jai 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 Jai
द्वैत बोल हरि बोल हरि बोल और श्रीनिवास बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 चंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय भक्त्या विहीना पराकलते इकाशी कामादि तरंग मध्ये कृपा मयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंद नमस्ते चरणारविंदम जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ जय गोसाई करि शरणं वंदन जाहा हित विघ्न नाश अभीष्ट पुराण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 मैं क्लास वगैरह फिनिश You're not doing that? Yes, I mean, okay. So, Maharaj, very nice, he spoke, we speak about Sri Brihad Bhagavatamritam. And Maharaj, he ended at Narada Muni, he went to the Svagarup, the heavenly planets, and there he found Indra, because he's searching for the topmost devotee of the Lord. So he stopped, he went to Indra and he glorified him. But Indra, being like a devotee, naturally he's humble, like this humility is a natural quality of the devotee, and it says, no, I'm not qualified because, you know, I have a fault with Krishna, because one time, like, Narada Rishi, he brought this Parijata flower, and he went to Krishna to Dwarka, and he said, you should give it to your favorite queen, but as we know, Krishna has how many? 16,108 queens. So he gave it to Rukmini, actually, indicating that she's like the topmost queen. But then Satyabhama, she become upset, because Satyabhama, she's, you know, an ansa of Radharani, and Rukmini being an ansa of Chandravali, so they started quarreling. And Krishna said, no harm, you know, I just gave her flower, but I will give you a whole tree. So she said, no, you're lying. And he proved it. He went with her on Garuda. He went to Svagarup, the heavenly planet, and he begged Indra, Krishna begged Indra to give him, like, a tree. But Indra, being proud, he said, no, you know, this tree belongs to the heavenly kingdom. It's not worth, like, being brought down to the earth. So Krishna, he fought with all the demigods, he took the tree, and he planted it in front of, like, Satyabhama's palace,
And then of course she became proud and she, you know, invited all the queens and showing them, you know, Krishna brought this whole thing for me. Finish here, yeah? Why are you tell this story? Yeah, because like we're speaking about the gods of Sri Priyad Bhagavatamrita. And like in this part, Narada Rishi, he looks for the best devotee of the world. Why you told this story? Why you told the story? Yeah. Anybody give answer? Anybody give answer? Why this story, I told this story? Told. So you know, necessary, all Harikatha doing notes, you know. So your note, then you return, can tell your wife also this Harikatha. And also you are opening some Namahat there. So all Harikatha necessary doing, you know, doing notes. You know, when your Gurudev, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, when his Gurudev gave class, then our Bhaktivedanta Narayana Goswami, all class he doing notes, all class he doing notes. And after class, again he go to Gurudev, again. And doing question and answer. And that time, your Gurudev, he was very, very, very intelligent, you know. Very intelligent. He telling sometimes when his Gurudev, Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj gave argument, sometimes our Maharaj, he cut this argument. But how is the possible this thing? He cut this argument. Like this, they are doing debate with Gurudev. And after, you know, after Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj became after so happy, you know, he became so happy. Oh, one day he became very good devotee. So he became very good devotee. And then Gurudev, you know, the Uttar Pradesh, you know, Uttar Pradesh, before only Mahaprabhu preaching only Bengal side, not Uttar Pradesh. Then your Param Gurudev, he gave the responsibility to your Gurudev, you can preaching this Uttar Pradesh. So he doing so many scripture, doing translate, so many scripture, doing translate, and everywhere he the preaching, you know, and once whole world he preach. So necessary Allah, even I am also and telling Harikatha, I saw this some notes. I also make some notes, you know. When Gurudev gave class, I make some notes also. So necessary, everybody makes the notes and necessary continue preaching also. Even telling somebody Harikatha, Mahaprabhu told, Jare dekho tare koha Krishna upadesh. When you meet to anybody, not talking how are you, what happening, then no. Mahaprabhu telling, only tell Krishna katha. How many round you chanting, you know. What today is the, how many, which grantha today you study, which grantha, yeah. How you are worship to Krishna. Then talking Krishna Katha, you know. So Bhaktivinoda Thakur telling, no, Anna Katha na kahive, Anna Katha na bolive, jaddi milive ane. Meaning, when you meet to anybody, Anna Katha na kahive, you know, without Krishna Katha, never you telling anything. Anna Katha na bolive, Anna Katha na kahive, jaddi milive ane, you know. So when you meet to somebody, only telling Krishna Katha. Yeah, Krishna Katha, and preaching, telling Hari Katha. This is the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and if you do this thing, Mahaprabhu becomes so happy to you, you know, so happy to you. So necessary, all Hari Katha, you are doing some note, nice, some notebooks, yeah, notebook, when telling Hari Katha, this is Brihad Bhagavatamritam. I try telling details, you know, as much possible try to details. Now this Prabhu telling, you know, this Prabhu doing all Harikatha note doing. So when I can ask, he can tell very nicely. Why? He doing all Harikatha doing notes. Yeah. So he telling nicely. When I tell anything, he can answer. Why he doing notes? So everybody takes all Harikatha doing notes. Okay. Gaur Brahman in the Hari Hari world. So now Indra, you know, Indra now he telling his, what is his fault, you know. He telling, I am so many fault I have. You know, he telling one, he gave example, when I did this fault. They're telling Krishna, yeah. So Krishna, there one very big forest, yeah, Khandavan. This is the before Indra, he is the master of this Khandavan. But Krishna, he is the complete, you know, he destroyed this Khandavan, you know, with Arjuna.
that destroy the Khandavan. Then Indra telling, oh, how possible, I am very, very great devotee of Krishna. He also destroyed my Khandavan burn. And many, many places he also, and also he killed Bitrasur. You know Bitrasur? Bitrasur before he is the Chitragata Maharaj. And when once upon a time this Chitragata Maharaj with his wife sit on an aeroplane and his surrounding, and when he went to Kailas, then he saw, you know, Shankar take to Parvati this own life and gave instruction, tell Harikatha. But this is the Chitragata Maharaj, Shankar, their god brother. He have only one Gurudev, Shankarsan. So sometimes god brother is joking. So when he saw this thing, Chitragata Maharaj, he know what is the glory of Shankar. He know everything. But he want teach to somebody, you know, telling, oh, Shankar, what are you doing? You know, when somebody take wife, this life, some secret place. But here there are so many Rishi Munis, and he gave Harikatha, and front of Rishi Munis take the lap, this wife. This is not a good thing. When I tell this thing, this Parvati became angry, and he gave to curse, he gave. You are become a demon, you know. You have become a demon. So now he became Bitrasura now. He the Bitrasura now, he is so much powerful. You know, so much powerful, then anybody cannot kill to him. Then Lord, he gave order to Indra, he can kill to Bitrasur. Yeah? So when he killed this Bitrasur, but he's the devotee, you know. Bitrasur is the four slok, very high class of four slok, he resided for. He's the devotee. When he killed the Bitrasur, then this Brahmahatya Pap he came to. Come to this is the Indra Brahmahatya Pap. So Indra telling, how I am the devotee. Krishna telling, gave to order to such a nonsense thing to me. You know, I killed this Bitrasura and this Brahmahatya Papa came. So this way Indra is the telling, I am he's not a great devotee of Lord. I am so many times, I am doing some nonsense thing, you know, nonsense thing. And sometime also, you know, you are telling, oh Lord, he's staying my planet, he's the Upendra. Well, no, sometime he's staying in Gokul, sometime he's staying in Dwaraka. Sometimes staying with the Pandavas, sometimes staying is the Vaikuntha. You know, he is not staying one place. He going always surrounding everywhere. You know, he did not stay one place. You are telling Lord is the staying heaven planet. No, he is staying many places. I am don't know now. He's still now he is the where I am don't know. So how I am the Krishna's great devotee? I am not devotee. Maharaji hat erklärt, am Anfang hat er nochmal gesagt, dass wir uns alle Notizen machen sollen während des Harikathas. Er hat ein Beispiel von unserem eigenen Gurudev gegeben. Unser Gurudev, als er von Param Gurudev gehört hat, hat er sich immer Notizen gemacht, immer mitgeschrieben des Harikatha. Und nicht nur das, sondern nach der Klasse ist er zu Param Gurudev gegangen und hat noch nachgefragt, noch Dinge genauer nachgefragt. Manchmal hat er sogar, unser Gurudev war sehr intelligent, manchmal hat er sogar mit seinem Gurudev argumentiert, ja, und seine Argumente widerlegt. Und Srila Param Gurudev war sehr, sehr glücklich damit. Er hat gesagt, dieser Devotee wird ein sehr guter Prediger werden, unser Gurudev. Vorher waren die praktisch kein Predigen in Nordindien, ja, in Uttar Pradesh, nur in Bengalen und Orissa und der Gegend gepredigt. Aber als Srila Gurudev war so qualifiziert, dass Param Gurudev ihn nach Nordindien geschickt hat und Srila Gurudev hat dort überall gepredigt und nicht nur das, schließlich hat er sogar auf der ganzen Welt gepredigt. So. Und ist ja dieses Predigen, dafür muss man, um predigen zu können, muss man Wissen haben. Und dafür ist es notwendig, dass wir uns immer mitschreiben. Maharaji sagt, er kann selbst so viel Harikatha sprechen und so interessante Dinge sprechen, weil er sich immer selber mitgeschrieben hat und die Vorlesungen von den Vaishnavas. Deswegen kann er so schöne Sachen sprechen. Und Sriman Mahaprabhu
hatte auch Anweisungen gegeben, dass wenn Devotis sich treffen, die sollen nicht über gewöhnliche Dinge sprechen. Ja, Anweisungen, man soll keine gewöhnlichen Dinge sprechen, man soll auch nicht über gewöhnliche Dinge hören. Was immer man spricht, sollte über Krishna sein. Wenn sich zwei Devotis treffen, dann sprechen sie nicht, na, wie geht's und wie ist das Wetter und was immer, sondern sie sollen sprechen, wie ist deine Japa, welche Schrift studierst du gerade und diese Art von Themen. Ja. So, Mahaprabhus Anweisung ist, dass wir alle über Krishna sprechen und dafür ist es notwendig, dass wir dieses Harikatha, was wir hören, und uns merken und darüber nachdenken und das verinnerlichen und auch mitschreiben. Ja, so, und wenn wir das tun, dann wird Mahaprabhu sehr zufrieden mit uns, sehr happy. Ja. So, dann hat gefragt, heute Morgen hat er über Indra gesprochen und dass der Indra die Parijata, dass wie Krishna die Parijata-Blume von den himmlischen Planeten geholt hat. Und was war der Grund, warum Indra diese Geschichte erzählt hat? Und der Grund war, dass er praktisch Narada Muni beweisen wollte, dass er kein großer Devotee ist und dass er nicht Krishnas Barmherzigkeit hat, sondern dass er so viele Male gegen Krishna gehandelt hat und Krishna sogar gestört hat und deswegen eigentlich kein Devotee ist. Indra ist ein Devotee, aber in seiner Demut spricht er so. Indra hat auch erklärt, dass er einmal hat Krishna seinen geliebten Kandav-Wald verbrannt. Indra hatte einen Wald, Kandav-Wald, das war ein großer, wundervoller Wald, aber der Sonnengott, Agni, Feuergott, ist zu Krishna und Arjun gekommen und hat darum gebeten, ob er nicht den Wald aufessen darf. Und dann hat Krishna mit Arjun diesen gesamten Wald, Agni, erlaubt, diesen ganzen gesamten Wald aufzuessen. Und obwohl Indra seinen Regen geschickt hat, mit allen Halbgöttern und gekämpft hat, hat alles nichts genützt. Krishna hat einfach seinen Kandava-Wald verbrennen lassen. So, Indra sagte so, siehst du, Krishna ist überhaupt nicht, hat überhaupt nichts, wie sagt man, für mich übrig, sozusagen. Er hat keine spezielle Zuneigung zu mir. Das wird deutlich aus diesem Spiel. Und außerdem habe ich einmal den Britrasura getötet. Britrasura war ein großer Gottgeweihter. Obwohl er im Körper von einem Dämon war, war er eigentlich ein großer Gottgeweihter. Er war in seinem letzten Leben König Chitraketu gewesen. Die Geschichte steht im Bhagavatam. König Chitraketu reiste einmal mit seinen Frauen und seinem Raumschiff durchs Universum und hat den höchsten Herrn verherrlicht. Und er kam zu Mahadev Shiva. Und Shiva saß in einer Versammlung von großen Weisen. Er hat Harikatha gesprochen und hatte seine Frau Parvati auf seinem Schoß sitzen. Und Chitraketu ist gekommen und hat laut gelacht und hat gesagt, oh, normalerweise, wenn man mit seiner Frau auf seinem Schoß sitzen hat, dann tut man das an einem abgelegenen Ort. Aber hier, du hast deine Frau auf deinem Schoß und sprichst Harikatha zu allen großen Weisen, und das ist nicht besonders gut. Chitraketu und Shiva sind Gottbrüder. Die haben beide denselben Guru, Sankarshan. So, unter Gottbrüdern manchmal ist es üblich, dass die so miteinander scherzen und sich gegenseitig sozusagen nicht aufziehen, aber so scherzhaft sich ziemlich direkt miteinander sind und sich gegenseitig nicht provozieren, aber berichtigen oder helfen, sozusagen. So, das war demnach kein Vergehen, was Mahachidagetu getan hat. Aber Parvati auf dem Schoß von Shiva, die hörte das und die wurde sehr gestört im Geist. Ne? Die sagt, wie kannst du es wagen? Wer glaubst du, wer du bist, dass du Shiva-Vorschriften machen kannst? Und du bist so benimmst dich so daneben, ich verfluche dich, dass du ein Dämon werden sollst. So, als der Chitraketu Maharaj ihn so verfluchte, dann stieg Chitraketu Maharaj von seinem Flugzeug herunter und nahm demütig, brachte er seine Ehrbietung dar und nahm den Fluch an. So, er wurde ein Dämon Britrasura, aber im Grunde war er ein großer Gottgeweihter.
wenn man die Gebete liest, die er im Bhagavatam Krishna darbringt, und diese Gebete sind von der höchsten Verwirklichung, ne, ist ja ein großer Gott geweiht. Er war so mächtig, dass niemand ihn töten konnte. Aber Krishna hat Indra einen Hinweis gegeben, wie er Vritrasura töten kann. Und Indra hat dann einen speziellen Donnerkeil aus den Knochen von Dadichi Muni gefertigt und hat damit Chitraketu den Kopf abgeschnitten, was 100 Jahre gedauert hat, bis der Kopf abgetrennt war. Aber Indra hat verstanden, das war nicht gut, weil eigentlich Chitraketu war ein großer Gottgeweihter. Und es war nicht richtig, so eine Persönlichkeit gegen ihn zu kämpfen oder ihn zu töten. Und er sagte, so viele Male habe ich gegen Krishnas Wunsch gehandelt. Ich bin nicht wirklich ein Gottgeweihter. Es ist auch nicht so, dass Vamandev immer auf den himmlischen Planeten weilt, sondern er kommt zu uns, nimmt kurz unsere Verehrung entgegen und dann ist er wieder weg. Wo er ist, wissen wir nicht genau. Ich weiß nicht, wo er sich aufhält. Wenn er kommt, sind wir vom Glück begünstigt, aber manchmal geht er nach Dwarka, manchmal geht er nach Vrindavan, manchmal ist er bei den Pandavas oder irgendwo anders. Und so, wir haben kein Wissen, wo er sich aufhält. So, ich bin nicht wirklich dem Herrn sehr lieb. Gaur Brahmanande, Hari Hari Bol. So, Indra, he telling, what is the I have fault? I have so many fault. Then telling, oh, you want to start to devotee? You know, who is the good devotee? This is your father. You know, your father is the, among the all devotees, the good devotee among your father. Well, you know, how many day I am staying? You know, very small day. But your father, he is one day, you know, 1 day, 13 Manu, and 13 Manu, 13 Indra, they are only 1 day, our age become finished. His age is very long age, you know, long age, Indra. And his name is the Swayambhu, meaning he manifested Neval of Narayana. He is the Narayana's own son, he is the Narayana's own son. And he is his guidance, you know. Indra also, I am also guidance for him. And Chandra, Surya here guidance him. And also Lokapal and this Jam Maharaj, he also guidance of Indra, guidance of Brahma. Brahma. And this is everybody, you know, you are everybody, all demigod, you are guidance of your father. You know, you are following order to your father. And he is the created all this material world. He is the creator. This is the all material world, you know. And he is the Krishna. He is very good devotee also. So your father is the top among the everybody. He is the topmost devotee among the everybody. So your father is the great devotee. And when Narada he listening this thing, then he becomes so much enthusiasm. Then he try to fly. He take this bina and chanting. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol, 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 Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari, Hari, Hari Bol, Hari. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol, Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol, Jai Jai Radha Ramana Hari. So when he went to Brahmalok, you know, then he listening far away, they are going to Jagya, and there are Sahasra Sirsya Purush, he present there, and he is with his Lakshmi,
And there, Jagya is the going, you know, Jagya is the going. And Brahma is the present there. And what happening? When Narada is go there, then telling this, he gave to Jai to this Pitamaha Brahma ki Jai. Hello, Father, you are the great, among the all devotee, you are topmost devotee among the all devotee, you know. So you are Brahma, Swayambhu, you are, yeah. Brahma meaning who is the know everything. And everybody guidance of you working. And this material world, you are create this material world. Oh, Father, you are great devotee. Then Isa, this Brahma, when going Jagya, they are going. Then after some time, his son, he telling, you can look this Jagya. Then Brahma goes some secret place and he doing Kirtan. And this eight eyes coming the tear. And he doing Krishna's Kirtan, telling, oh Father, you are among the all devotees, you are very greatest devotee among the all devotees. When they are telling, he doing so much glory of this Brahma, so much glory of this Brahma. And when Brahma is listening this glory, then this ear put in the ear. Well, many times I told you, I am not blood, you know. Brahma telling like this, you are everything. You are created, you are maintaining, you are also you are destroying everything you are doing, you know. Whatever you are order, everything happening without you, nothing this material world. Then tell you, oh, many, many times I told you, I am not is the God, I am servant of Lord Krishna. You know, Lord. So again you are telling, I am the Lord, 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 Lord. Yeah. Then Brahma telling, you know, I am so many fault. I am many times doing so many offense. Now Brahma starting, who is your offense I am did. Indra sagte zu Brahma, zu Narada, Narada, sieh, ich habe so viele Fehler, ich bin überhaupt kein guter Geweihter des Herrn. Wenn du einen wirklich guten Devotee treffen möchtest, dann geh zu deinem Vater, Brahma. Brahma, er ist ein wirklicher Devotee. Brahma, er ist Swayambhu. Er ist selbst geboren. Also er hat keinen Vater in dieser Welt, sondern sein Vater ist Srinarayan selbst. Er ist aus dem Lotus, aus dem Nabel Srinarayans geboren. So, Brahma, er ist der Gebieter und Meister und der Guru von allen anderen Halbgöttern wie mir. Nicht nur ist er mein Guru, sondern er ist auch der höchste Unterweisende von Surya, der Sonne, Chandra, dem Mond, Yam Maharaj, dem Herrn des Todes, Lokapala, das heißt alle die Gebieter der Planeten ordnen sich Brahma unter. Alle Halbgötter sind praktisch wie Schüler von Brahma. Und Brahma ist derjenige, der diese gesamte Welt hier erschaffen hat. All die Planeten, all die Körper der Lebewesen, sie Brahma. Und nicht nur das, sondern er ist auch ein großer und reiner Geweihter des Herrn. So, wenn du eine wirklich die glorreichen Devotee treffen möchtest, dann geh zu Brahma. So, als Narada Muni so die über die Herrlichkeit von Brahma hörte, wurde er sehr inspiriert und er nahm seine Vina, begann zu chanten, Jai Jai Radha Ramana Haribol, Jai Jai Radha Ramana Haribol. Und auf die Weise kam er zu Brahma nach Satyaloka. Als er dort nach Satyaloka kam, dann sah er, wie ein großes Yajna zur Freude des Herrn ausgeführt wurde. Und bei diesem Yajna war der höchste Herr selber in seiner Form als Sahasrashirsha Purush gegenwärtig. Das heißt, der höchste Herr mit Tausenden von Häuptern. Lakshmi Devi war an seiner Seite. Und der höchste Herr dort nahm selbst persönlich die Opfergaben in diesem Opferfeuer entgegen. So, und Brahma, Narada Muni schaute Brahma zu. Brahma übergab das Yajna anderen Brahmanas und dann ging er an einem abgeschiedenen Ort und dann sah Narada Muni, wie Brahma aus 8 Augen weinte und dem Herrn aus tiefstem Herzen Gebete darbrachte. So Narada Muni begann Brahma zu verherrlichen und sagte, oh Brahma, deine
Herrlichkeit ist unbegrenzt. Du bist mit Sicherheit der größte Empfänger von Krishnas Barmherzigkeit. Du bist der größte Devotee. Hm? Er wiederholte all die Dinge, die Indra gesprochen hatte. Und er sagte, oh Brahma, du bist die höchste Persönlichkeit. Du bist der Schöpfer, der Allerhalter und Vernichter dieser Welt. Hm? So als Brahma dies hörte, versuchte er, mit seinen Händen seine 8 Ohren zuzuhalten, diese Verherrlichung zu hören, und sagte, Narada, was sprichst du da? Habe ich dir nicht oft genug die Wahrheit erklärt? Wie oft habe ich dir davon gesprochen, dass nicht ich der höchste Herr bin, sondern dass ich nur der Diener des Herrn bin? Und trotzdem erzählst du wieder diesen Unsinn, dass ich der Schöpfer, Erhalter und Vernichter dieser Welt bin. Narada, weißt du nicht, dass ich überhaupt kein guter Devotee bin? Ich habe so viele Fehler. Und dann begann er alle seine Fehler aufzuzählen. Okay. Now the Brahma, now he telling, you know, I am doing so many offense, lotus feet of Krishna. I am not devotee. Well, what offense I did? Well, I am gave to benediction to Hiranyaksha. Hiranyakasipu. I gave benediction to Hiranyakasipu. Yeah. And I gave to benediction to Hiranyakasipu. So Hiranyakasipu, you know, he gave so many problems to this Prahlad, you know. After you are listening, so many problems he gave to Prahlad. And when Lord, he killed to Hiranyaksha, now he is very furious, he is the poem. Even Shankar, he tried to pacify. He cannot to pacify. And I am also trying to pacify. And when I go there, Lord looking like this to me, you know. Very cruel eyes he look. Then I am run away from there. Lakshmi, she also try coming to pacify. She cannot pacify. But when Prahlad came, you know, then he became do pacify. And after this is Narsingh Bhagavan, he gave big chastity to me. Why you gave like this benediction to Hiranyakasipu? And he doing so much problem with this material world. He also gives so much problem to my devotee. For you happening this thing, he gave big chastity to me. I also gave benediction to also Ravan, also I gave benediction, you know. What doing this Ravan? He's stealing the Sita, you know. He's stealing the Sita, he takes Lanka. For this way, Prabhu Ram, you know, he bringing to Sita, he's doing big fight with this Ravan, you know. Big fight and doing so much obstacle is coming to Bhagavan Ram. This is the my fault, you know. I am gave this benediction to him. Also, I gave benediction to, you know, this is the Indra, you know, he is the under my, you know, I am gave to Indra benediction to Indra, also gave power and gave to Jam Maharaj. Indra also doing same thing, you know. He 7 days he tried to destroy the whole Gokul. Then Krishna he carried this Giriraj Govardhan. This is the, Jam Maharaj also under my, you know. Jam Maharaj, what he did? He stealing his Guru Putra, you know, stealing. And in Jam Maharaj also, Jam Maharaj, he stealing Guru Putra. And also, I gave to, I gave to Benediction, under to me, this Varuna Dev. He stealing the Nanda and Yashoda when Dwadasi Dev, Dwadasi, they are going to take Savar to Yamuna. That time, he is, you know, he is kidnapped to his servant, kidnapped. This is my offense, you know. This is the, all, everything is the my offense. So I am not devotee of Krishna. I have gave so many problems I gave to Krishna. After he also all calf and cow head by also. I am stealing this cow and cowherd bird, and when I am understand Krishna is the supreme personal Godhead, I am anywhere try to pacify to Krishna. Well, Krishna never pacify, you know. Krishna never pacify. Then I think how my offense became
finishing, then I went to Mayapur, you know, where the Krishna Mahaprabhu birthplace. And when went there, when I stayed there, then Mahaprabhu is telling very secret thing. This is then this is Mahaprabhu birthplace is the Mahaprabhu birthplace is the what telling Antardeep. Antardeep telling why this place is the Antardeep. Until when I do estate there, then Mahaprabhu antar meaning the inside, is the secret thing. He telling, oh, when coming Kali Yuga, I am take birth here, Sri Sachinandan Gaurahari. You know, that time you can take, that time you can came. Then he take the, he came Haridas Thakur, you know. He, Brahma, he came to Haridas Thakur and he doing so much service. So this way I am doing so many offense lotus feet of Krishna. So then Brahma sagte, Narada, weißt du nicht, ich bin kein guter Devoti, weil ich habe so viele Vergehen gegen den Herrn begangen. Du weißt, wie ich Segnung gegeben habe zu Hiranyakashipu. Hiranyakashipu wurde nur mächtig durch meine Segnung. Und mit diesen Segnungen hat er angefangen, das gesamte Universum zu terrorisieren. Hat allen heiligen Menschen und der Welt so viel Leid zugefügt, so viel Schwierigkeiten bereitet. Und vor allem hat er seinen heiligen Sohn, Sri Prahlad Maharaj, solche Schwierigkeiten zugefügt, so viel Leid zugefügt. Als der höchste Herr dann erschien, als Nrisingadev und diesen Hiranyakashipu tötete, war der Herr so zornig, dass niemand ihn besänftigen konnte. Shiva versuchte ihn zu besänftigen, aber ohne Erfolg. Dann bin ich zum Herrn hin und versuchte ihn zu besänftigen, aber Nrisingadev hat mit so einem zornigen Blick auf mich geschaut, dass ich schnell davongelaufen bin und mich versteckt habe. Also, und selbst Lakshmi Devi hat sich nicht in die Nähe des Herrn gewagt, als er so zornig war. Erst Prahlad Maharaj war dann in der Lage, den Herrn etwas zu besänftigen. So diese ganzen Schwierigkeiten. Zu der Zeit hat der Herr mich sehr getadelt. Nrisingadev sagte zu Brahma, gib nicht solche Segnungen zu den Dämonen. Und all diese Schwierigkeiten, die hier über die Welt gekommen sind, sind deine Schuld, weil du hast diesem Dämon diese Segnung gegeben. So, dann habe ich auch Ravan Segnung gegeben. Was hat dieser Ravan gemacht? Er hat Sita Devi gestohlen, Ramachandras eigene Shakti, Gefährtin. Und Ramachandra solche Mühen, solche Schwierigkeiten, um Sita Devi zurückzugewinnen und diesen Ravan zu töten. So, ich bin auch verantwortlich für diese ganzen Schwierigkeiten, die ich dem Herrn da bereitet habe. Nicht nur ich, sondern die ganzen Halbgötter, die eigentlich unter meiner Obhut stehen und die, wie sagen wir, unter meiner Kontrolle sind. Und die haben auch so viele Male dem Herrn Schwierigkeiten bereitet. Dafür bin ich als ihr Autorität, bin ich auch dafür verantwortlich. Indra hat dem Herrn Regenstürme nach Vrindavan geschickt. Yam Maharaj hat den Sohn von Krishnas Guru, von Sandipani Muni, gestohlen und in sein Reich gebracht. Oder Varunadev hat die Nanda Baba gekidnappt, einmal als er ein Bad in der Yamuna genommen hatte. Da musste Krishna zum Reich von Varunaloka gehen und seinen Vater zurückholen von dort. So viele Male haben meine Untergebenen Krishna auch Schwierigkeiten bereitet. Und schließlich habe ich sogar Krishnas geliebte Kuhhirtenfreunde und seine Kälber gestohlen. Krishna hat seine Spiele ausgeführt, aber ich habe nicht verstanden, wer er ist. In meiner Dummheit habe ich gedacht, er ist ein gewöhnliches Kind und wollte ihn testen und habe seine geliebten Kälber und Kuhhirtenfreunde gestohlen. So zu der Zeit war Krishna so ungehalten mit mir. Ich bin zu Krishna gekommen, um mich zu entschuldigen und meine Gebete darzubringen. Aber Krishna hat mich nicht mal angeschaut. Und er war nicht, sagen wir, nicht mit mir zufrieden. Deswegen ist dann Brahma
nach Mayapur gegangen und hat in Mayapur in Antatvip harte Entsagung auf sich genommen, um den Herrn zufriedenzustellen. Diese Insel heißt Antatvip, weil dort Mahaprabhu in Brahmas Herz erschienen ist. Anta heißt in. So Mahaprabhu hat Brahma Darshan im Herzen gegeben, deswegen heißt diese Insel Antadvip. Und dort hat dann Brahma Mahaprabhu Ehrbietung dargebracht und darum gebetet, dass er nicht noch einmal so stolz werden möge und den Herrn herausfordern möge. Und Mahaprabhu hat ihm die Segnung gegeben, dass er in seinen Spielen als Haridas Thakur erscheinen wird. Und dann als Haridas Thakur hat Brahma Mahaprabhu so viele Arten von Diensten erwiesen. So Brahma sagte, ich habe so viele Male mich gegen den Herrn vergangen. Ich bin überhaupt kein guter Devotee. Yeah, and he also doing Seva to Mahaprabhu. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Bless you, Haridas Thakur ki. Yeah. So, now some Vaishnava they are telling, here Brahma is doing so many offenses, you know. He did so many offenses in Brahma. But Krishna, he take the form of Haridas Thakur and came Navadvip Dham. And every day chanting three lakh Harinam. And if somebody doing offense, then what happening? You are given to punishment, you know, give punishment. But this is not punishment, you know. Now he is the Mahaprabhu Parikar. And take darshan of Mahaprabhu. Yeah. And Navadvip Dham, he came to Navadvip Dham. And he doing so much seva, three lakh Harinam. And last time Mahaprabhu, only one person, when Haridas Thakur left body, only one person Mahaprabhu carried this leaf, you know. Only one person last time when he left body take darshan of Mahaprabhu and take this Krishna Chaitanya name. And he left this body. Mahaprabhu take to him and take Savar in Samudra, telling, oh Samudra, before only were Tirtha, now Haridas Thakur touch this, you know, this body, now he is the Mahatirtha. And Mahaprabhu himself, he gave Samadhi. Mahaprabhu himself for Haridas Thakur, he begging the Mahaprasad. And himself he distributed this devotees, you know. And Mahaprabhu last he gave benediction. Who is the came this Haridas Thakur Nirjan Maha Mahotsav? Who is the come with Haridas Thakur? Even only who take Prasad this Nirjan Mahotsav, I gave benediction. One day there got Krishna Prem, you know, Krishna Bhakti. So he did offense. You know, he did offense, but you can see, you know, he got so much fortunate, he got. Why? You know, why he got so much fortunate? Then Sabhaisanava are telling, oh, outside you saw Brahma, he did some offense, but he doing so much service. Brajalila, how? This when Gurudev telling, when this all before, who did very so much great austerity, all Srutis, all Dandakarana Rishis, all this is the Sita, and so many Sita, they are now take the form of Gopis form. Now Krishna, he want marriage with everybody. But how possible to marriage? So Brahma, when still this all cowherd boys, now Gargacharya tell, oh, this year is very auspicious. If some girl, they are married, whole life became never, they are become widow, you know. They are become very fortunate. And now when Krishna he drinks the breast milk of Mother Yashoda, this all Brajagopi, they are as a desire. Oh, can Krishna one day, our son, you are also fed to breast milk? Now Krishna became Sakha when he is stealing this cow advice and cup. Now Krishna himself makes Sakha. Now he also fulfilled desire of all mothers. And when Krishna drink breast milk, this all cow, they have our desire. Oh, can Krishna wants to make our cup? You are also fed. He also fulfilled the so many desire, you know. So many desire fulfilled. Outside, sir, he doing so offense. But inside, you can say, he did so big service. So Krishna pleased to him. So he came to Mahaprabhu past time. So Mahaprabhu gave so much blessing to him. So, eine Frage stellt sich. Brahma spricht hier davon, dass er so viele Vergehen begangen hat gegen Krishna. So, was ist das Ergebnis von jemand, der so viele Vergehen begeht? Jemand, der Vergehen begeht, der wird kein
Also er wird vom Herrn bestraft und er hat keinen Geschmack am Chanten des heiligen Namens. Aber hier sieht man, dass Brahma Haridas Thakur wurde und dass genau das Gegenteil passiert ist. Nicht nur hat er 3x64 Runden jeden Tag gechantet mit großem Geschmack, sondern er war auch einer der engsten Gefährten von Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu persönlich ihm jeden Tag Mahaprasadam gebracht in Jagannath Puri, um ihn zu sehen. Und Haridas Thakur war der Einzige, der den Mahaprabhu selbst auf seine Armen getragen hat. Als Haridas diese Welt verlassen hat, hat Mahaprabhu ihn auf seine Arme genommen und in Ekstase getanzt. Und diese Kunst ist nie jemand anderem zuteil geworden. Er hat diese Welt verlassen, indem er Mahaprabhus Lotusfüße an sein Herz gehalten hat und Sri Krishna Chaitanyas heiligen Namen ausgesprochen hat. Und dann hat Mahaprabhu ihm eigenhändig Samadhi gegeben, hat eigenhändig für ihn, für sein Abschiedsfest Prasanam erbettelt und mit seinen eigenen Händen an alle verteilt. Und dann hat Mahaprabhu gesagt, dieser Ozean, bis jetzt war es ein Tirtha, ein heiliger Ort, aber jetzt, nachdem der Körper des Thakurs da drin gebadet wurde, ist dieser Ozean ein Mahatirtha geworden. Jetzt ist dieser Ozean ein Mahatirtha, ein höchst reiner, heiliger Ort. Und jeder, der an dieser Samadhi-Fest Haridas Thakurs teilgenommen hat, jeder, der auch selbst nur das Mahaprasadam akzeptiert hat und von diesem Fest von der Samadhi von Haridas Thakur, oder selbst jemand, der nur über diese Samadhi geben von Haridas Thakur hört, der wird Krishna prämen, der wird reine Liebe zu Krishna erlangen. Somit sieht er, dass Haridas Thakur dem höchsten Herrn so lieb war. So, wieso, wenn er doch Vergehen begangen hat? Deswegen haben die Vaishnavas erklärt, dass Brahma zwar äußerlich sah es aus, als ob er Vergehen begangen hat, aber in Wirklichkeit hat er dem Herrn den besten und größten Dienst erwiesen. Wieso? Er hat, sieht so aus, als ob Brahma Krishna von seinen geliebten Gefährten getrennt hat, den Kurten, Jungs und den Kälbern. Und das ist natürlich ein großes Vergehen, Krishna und seine Gefährten voneinander zu trennen. Aber Krishna hatte einen tieferen Wunsch. Und dieser Wunsch war, dass es gab so viele junge Gopis, die das Kadyayani-Vrata ausgeführt haben, um Krishna zu ihrem Ehemann zu bekommen. So viele, die Tausende von Weisen im Dandakaranya-Wald, die Tausende von Jahren Entsagung auf sich genommen hatten, um die Gemeinschaft Krishnas zu bekommen. Die Veden in Person, die harte Entsagung auf sich genommen haben, um Krishna als Gopis, Krishnas Gemeinschaft zu bekommen. Und viele andere Devotis, all die hatten den Wunsch, mit Krishna zu ihrem Ehemann zu bekommen. So, in diesem Jahr, wo all diese Kurtenjungs von Brahma geraubt wurden und versteckt wurden, in dem Jahr kam Garga Muni nach Vrindavan und er sagte, dieses Jahr ist sehr speziell. Alle Mädchen sollten in diesem Jahr verheiratet werden. Denn wenn wer in diesem Jahr heiratet, den sein ganzes Leben wird vom Glück begünstigt. Und dieses Mädchen wird niemals eine Witwe, ihr Leben wird von Erfolg gekrönt sein. So alle jungen Mädchen in Braj, die wurden in diesem Jahr verheiratet zu verschiedenen Kurtenjungs. Aber diese Kurtenjungs, die waren alle Krishna selbst, weil er die Form von all diesen Kurtenjungen angenommen hatte. Ebenfalls hatten die ganzen Gopis, älteren Gopis in Vrindavan, sie sahen, wie Mutter Yashoda Krishna stillte, ihre Brust gab. Und sie hatten diesen tiefen Wunsch im Herzen, oh, wenn wir doch Krishna auch stillen könnten, wie Mutter Yashoda das tut. Weil sie haben mehr Liebe für Krishna als für ihre eigenen Kinder. So, um ihre Wünsche zu erfüllen, nahm Krishna die Form von all diesen Kurtenjungen, von den Söhnen von diesen Gopis an. Und er trank die Milch von all diesen Gopis in Vrindavan und erfüllte so ihre Wünsche.
Und nicht nur die älteren Gopis, sondern auch all die Kühe in Vrindavan, die lieben Krishna mehr als alles andere und haben diesen unstillbaren Wunsch im Herzen, Krishna zu dienen, und würden nichts mehr würde sie mehr glücklich machen, als wenn Krishna ihr Kalb wäre und ihre Milch trinken würde. So Krishna erfüllte ihre Wünsche, indem er die Form all dieser Kälber annahm und während dieses einen Jahres die Milch von all diesen Kühen trank. So auf die Weise brachte Brahma Krishna einen unglaublich wertvollen Dienst dar. Und Krishna war äußerlich unzufrieden, aber im Inneren war er sehr zufrieden mit Brahma. Und deswegen wurde er gesegnet, als Haridas Thakur, Mahaprabhus engster Gefährte zu werden und Mahaprabhu auf so vertrauliche und wertvolle Art und Weise zu dienen. Hey, Bula Haridas Thakur ki, Brahma ji ki, in this Madhvacharya Sampradaya, but this Bhagavad, this topic, they are not accept. Bula, why? Bula, he is our Gurudev, you know? Brahma Madhya Gauri Sampradaya. See, Brahma is our Gurudev. How possible is stealing Krishna's cup and cow and divide? You know? So they are, this chapter never accept. You know, this Bhagavad, they'll know this is not right. But no. You know, what is the meaning of Brahma? Well, Brahma is sarvabhidh bhavati. Brahma meaning is that we know everything. You know, we know everything. But Krishna, through this Brahma, he wants to fulfill this own desire. So Krishna bewildered Brahma, I do this thing. This is the Krishna's desire. Brahma is doing seva. You know, he is not doing any disturb. He is doing seva. In der Madhvacharya Sampradaya akzeptieren sie dieses Spiel nicht. Die sprechen nie darüber und sagen, das ist eigentlich nicht wirklich wahr, dieses Spiel. Das, wie ist es möglich, dass Brahma, er ist unser ursprünglicher Guru, er ist der erste Guru in unserer Sampradaya, der Gründer von unserer Schülernachfolge, Brahma Matta Gaudiya Sampradaya. Wie ist es möglich, dass der ursprüngliche Guru nicht versteht, dass Krishna Gott ist und Krishnas Kälber und Freunde stiehlt? So, die akzeptieren dieses Spiel nicht. Aber eigentlich, unsere Acharyas haben erklärt, dass Brahma bedeutet, die Definition von Brahma ist, derjenige, der alles Wissen besitzt, der alles weiß. So, Brahma weiß alles. Aber weil er so ein vertrauter Diener des Herrn ist, deswegen benutzt Krishna ihn, um bestimmte Spiele in dieser Welt zu zeigen. So, Krishna hat Brahma durch seine eigene innere Energie verwirrt, um in dieser Welt besondere, wundervolle Spiele zu manifestieren. Yeah. Now Brahma tells, oh, you are telling I am a great devotee of Krishna. I'm like, no, if you want such devotee, you go to Shiva, you know. You go to Shiva, then you can start to have it a devotee, you know. He is the Satyam Shivam Sundaram. In our Indian telling, who is the Shiva? He is the Satyam Shivam Sundaram. Satyam meaning he is the eternal, you know, he is the eternal. Shivam meaning he is the auspicious. Sundaram meaning he is the very beautiful, you know. Satyam Shivam Sundaram. But he is the name is the Satyam Shivam Sundaram. You know, he is the Vaishnava Nam Jatha Sambho. Meaning among the all Vaishnava, he is the great Vaishnava. Without him, never happening any pastime we have learned. So when Ram, he came, now he take the form of Hanuman. You know, he take the form of, this is the Hanuman, he take form. Why? He tell, oh, this form of Shiva, I cannot do service to Ram. So he left this form of Shiva, he take the form of Hanuman. And he took great, you know, seva of Sri Ram. You know, without Hanuman, not happening any pastime, you know, any pastime. And when coming to Dwapar Yuga, now he take the form of Gopiswara Mahadev. He take the form of a Gopi and he went enter this Vrindavan Dham. Yeah. And when Chaitanya Mahaprabhu came, he take the form of Sri Advaita Acharya Sadashiva. You know, all pastime without Shankar not happening anything. So Goswami Tulasidas is telling,
Ko Siv Sam Raghupati Patidhari. That meaning is telling, you know, like this Sankar, you know, not like this Sankar, anybody. Ko Raghupati Bratadhari. That meaning is the Ko Siv Sam Raghupati Brata. That meaning is the, you know, Raghupati Brata. Meaning he is the, take the breath of Raghupati. Meaning every time, you know, he is doing service of Lord, and he is the so much priya in intimate sevak. Sometime he is also Sakha, Krishna Sakha sometime. Sometime he is the sevak. Sometime he is the father, mother. So every you know, every way he is doing service to Krishna. So his name is the Satyam Sivam Sundaram. But always he is the observer. When he saw to Sankara Siva Murti, he meditates. Meditation, you know. Always is the meditation. Always is the, you know, he is dancing, you know. He is dancing, completely overwhelmed with prem. And always is dancing Krishna's Kirtan. Always is the dancing Krishna's Kirtan. All Puran, you know, all Puran manifest after Sankar. Sankar is telling and Parvati is the listening. All Puran is the Shiva Parvati Sambad. Bhagavat, what is the Bhagavat? Sankar he tell to Amarnath, he tell to Parvati, this is the Bhagavat. What is the Ramayana? Sankar he passed, he made this Ramayana, keep this heart, and he tell to Parvati. You know, tell all scripture without Sankar not happening any pastime of Lord Krishna. So every time he is doing service mood, many way. He do serve to Krishna. Brahma sagte zu Narada, so, ich bin kein guter Devotee. Wenn du einen echten Devotee treffen möchtest, dann geh zu Shiva. Lord Shiva, er ist ein der beste aller Devotees. Sein Name ist Shiva, das heißt Satyam Shivam Sundaram. Shiva bedeutet Glück bringt. Derjenige, der all Glück bringt, ist. Satyam bedeutet ewig und Sundaram heißt im höchsten Maße wunderschön. So, das heißt auch Vaishnavanam Yatha Shambhu. Von allen Vaishnavas der Beste ist Lord Shiva. Shiva dient dem Herrn in jeder erdenklichen Weise. In allen Spielen des Herrn. Bei einem Spielen des Herrn ist Shiva mit dabei und dient Krishna. Wenn der höchste Herr als Ramachandra erscheint, wird Shiva zu Hanuman. Und dient Ramachandra. Alle Spiele von Ram sind praktisch auch die Spiele von Hanuman. Hanumans Herrlichkeit macht all die Spiele von Ramachandra möglich. In Dwapara Yuga erscheint er in Krishnas Spielen als Gopeshwar Mahadev, als eine Gopi, und dient Krishna, beschützt den Rasatanz. In Kali Yuga erscheint Lord Shiva als Advaitacharya und dient Mahaprabhu auf so viele wunderbare Art und Weise. Shiva ist ein höchst vertrauter und lieber Diener des Herrn. Ja, manchmal wird er Freund des Herrn, manchmal wird er sein Diener, manchmal nimmt er auch die Rolle von Vater und Mutter an. Shivas ist auch derjenige, der alle die Puranas, alles Harikatha in dieser Welt manifestiert. All die Puranas, die sind eigentlich Gespräche zwischen Shiva und Parvati. Zum Beispiel das Srimad Bhagavatam wurde ursprünglich von Shiva zu Parvati gesprochen. Und auch das Ramayana kam zuerst aus Lord Shivas Herzen, hat es zu Parvati gesprochen. Und alle anderen, alle Schriften wären nicht möglich ohne Lord Shiva. So seine, er ist der Beste, deswegen heißt es, er ist der Beste von allen Vaishnavas. So, telling Satyam, Shivam, Sundaram. But telling Sankara is very beautiful, but outside you saw, he is not beautiful. You are telling how he meditates. He always. So, see, the outside net is beautiful, you know. Outside you can see, you know. Who is flower offering the Sankar? This is Dhadura and Akand. Very poison flower, you know? Very poison flower. If somebody eat this fruit, then you can become die, you know. This is the very poison flower offering. And this planted, never anybody planted this garden.
you know, this is the in forest, you know, is he himself happening this tree, very page in a flower. So somebody telling why he did not accept Jui, Belly, Chameli, you know, nice nari flower. Why Shankari did not accept? Well, no, I am Sevak of Krishna Ram. This is the good flower only for my Prabhu. If I accept this good flower, then what happening? How possible? Then become shortage for Krishna Seva. So he never accept this flower. And why he the what telling? This body, he the food, this smells, this is the nut powder, no snow, no good any scent. He the ashes of crematorian ashes. You know, why not put this the chandan? Why? Well, no, this is the for Krishna Ram Seva, this is the nut for me. Then if I accept my devotee, bring this all chandan and put my head. You know, so it became such is my seva. So he never accept, and he teach to everybody. You know, who is body? You know, you are so much attachment to which body? Go to beauty parlor and go to gym and doing. You know, so much eating chavanpras, very nice nice thing eating for maintain this body. One day he became, you know, one day became the ashes, and he also what is this necklace? This is the bones, you know, this is the mala of bones, meaning one day this body, you know, body became bones, you know. So he gave this teach to this thing. What is this ornament? Snake, you know, everywhere a snake. What is this snake? He is the Ananda Dev, he is Gurudev. He gave teach to, if you made ornament your body, then not gold. You can make ornament extraction of Gurudev, you know. Gurudev is the your ornament. This extraction, you make this ornament, his extraction. So this way, Shankar, he the Vaishnavas, you know, he the great Vaishnavas. Vaishnavas always try to keep to him hidden way, you know, keep to very hidden way. But he try keep the hidden, but he cannot do. Well, why? His body have topmost pure thing, he the present his body. Well, what is this? Well, Ganges, Ganga. He the head is the Ganga. So Shankar try keep it very hidden way, but he cannot hidden. Why? This is the what? This is pure. You know, this is Ganga. He the head. He and the Ganga. So he cannot keep to hidden way. You know. So even he staying the Kailas, but everybody also go to Kailas. You know. He always staying the where the always snow. But people also go to there, you know. Our India, you know, the India, they are everybody try to worship Shankar, but why? But his name is the Bhole Baba, you know. Bhole, Bhole meaning very simple, very easily, you know. If you want to please to somebody, if you ask who is demigod, very quickly please. But only Bhole Baba, Shankar, you know. Bhole Bhandari. So he's the very quickly we can please. So our Indian person, you know, Shankar, you go to some worship to Shankar. Shankar always sitting there in meditation. Shankar, you know, always telling you, don't disturb me. If you want this material world, nice children, wealth, nice wife, you can take everything. But you don't disturb me, you know. I am always wanting bhajan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Well, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Well, Panchamukhi Rama Nam Gana Tripurari. Always is the chanting this five mouth. Why you have five mouth? Well, when is chanting this holy name one mouth? Well, I am not satisfied, Prabhu. Why? Your name is so sweet. Why give only one mouth? You can give five mouth. Why? Through this five mouth, I always wanting chanting this Krishna's name. So Lord Shiva, Shiva says, Satyam Shivam Sundaram. Lord Shiva ist in höchstem Maße wunderschön. Aber diese Schönheit von Shiva, die ist nicht äußerlich, die ist innerlich. Äußerlich ist Shiva, versucht er, seine Herrlichkeit zu verstecken. Zum Beispiel sagt Shiva, bringt mir keine guten Blumen da.
zu Shiva möchte, dass man ihm Stechapfel opfert. Stechapfel, kennt ihr? Giftig, giftige Pflanze. Hm? Und so giftige Blumen und Unkräuter, die so wild im Wald wachsen. Hm? Warum möchte er das? Hm, weil er sagt, alles Gute in dieser Welt, das soll Krishna dargebracht werden, nicht mir. Alles Gute in dieser Welt ist für meinen Prabhu. Wenn ich diese Dinge annehme, dann alle meine Anhänger, die werden von den Krishna-Bhaktas ihre Blumen klauen und mir darbringen. So, mir sollen diese giftigen Blumen geopfert werden. Sag mal, die Shiva schmückt sich nicht mit Sandelholz. Er sagte, dieses duftende Sandelholz, das ist für Krishna bestimmt. Sonst werden alle meine Anhänger alle Sandelholz nehmen und für mich benutzen und nicht Krishna darbringen. So, deswegen reibt sich Shiva ein mit der Asche von Leichenverbrennungsstätten und trägt eine Girlande aus Knochen, Totenschädeln. Aber warum tut er das? Er will praktisch, gibt der Welt, zeigt uns in dieser Welt all das, was ihr hier so ehrt und verherrlicht, nämlich dieser materielle Körper, ist nichts anderes als Haut und Knochen. Und letztlich wird er sich in Asche verwandeln. So, und man soll sich diese Vergänglichkeit dieser Welt immer vor Augen halten. Deswegen trägt er eine Girlande aus Knochen und reibt sich mit dieser Asche von den leichten Verbrennungsstätten ein. Aber Brihad Bhagavatamrita wird beschrieben, dass diese Asche, mit der er sich einreibt, ist eigentlich die Asche von den Devotis. Devotis verbrannt worden, diese heilige Asche. Damit schmiert er sich seinen Körper ein. Und dieser Schädel, die er sich als Girlande umhängt, das sind eigentlich die Schädel von großen heiligen Persönlichkeiten, die ihren Körper in Trance aufgegeben haben. So, dieser Schädel hängt sich Shiva um den Hals. Und um seinen Hals und seinen Nacken und Arme winden sich Schlangen. Wer sind diese Schlangen? Das ist Anantadev. Anantadev ist Shivas Guru, spiritueller Meister. So, es heißt in den Schriften, dass man soll sich, der echte Schüler wird sich immer mit Unterweisung des Gurus schmücken. Das Ornament und der Schmuck des Schülers sind die Unterweisungen des Gurus. So, Shiva auf die Art und Weise zeigt er dieser Welt, dass er sich immer mit den Unterweisungen seines Gurus schmückt, in Form von Anantadev. So, auf die Weise, Lord Shiva ist Sundaram, höchstmaß wunderschön. Er versucht, das äußerlich zu verstecken, aber er kann es nicht verstecken. Warum? Denn aus seinem Haar sprudelt die Ganga. Und die Ganga, jeder kennt die Ganga als den höchst reinigende Fluss, der von praktisch das Fußwaschwasser von den Lotusfüßen des Herrn. So, von Lord Shiva kommt immer dieses reinigende, läuternde Fußwaschwasser des Herrn. Also deswegen ist Lord Shivas Herrlichkeit jedem im Universum offenbar. So, Shiva ist so, seine Herrlichkeit ist so offensichtlich und anziehend, dass er überall verehrt wird, auf der ganzen Welt. Und obwohl er sich in Kailash versteckt, im ewigen Eis, hoch im Himalaya, trotzdem kommen die Leute zu ihm, um ihn dort zu besuchen und ihm Verehrung darzubringen. Lord Shiva ist immer in Meditation vertieft. Auf allen Bildern, die man sieht, entweder ist er vertieft in Meditation, meditiert über seinen geliebten Herrn, oder er tanzt in Ekstase und verherrlicht den höchsten Herrn im Sankirtan. Lord Shiva, die Leute kommen zu ihm und verehren Shiva, weil sie Shiva leicht zufriedenzustellen ist. Ein Name von Krishna ist, von Shiva ist Bodhanath oder Ashutosh, jemand, der sehr einfache Natur hat. Wenn man in Indien jemand fragt, welcher Halbgott ist am ehesten zufriedengestellt, wer gibt mir am schnellsten, was ich möchte, dann nur Shiva Bodhanath. Er wird alle Wünsche sehr schnell und einfach erfüllen. So, Shiva ist sehr gütig und von sehr einfacher Natur. Aber er hört nicht, was all diese materialistischen Leute, wenn sie zu ihm kommen, von ihm wollen. Shiva selbst ist
vertiefte Meditation. Und er sagte, was ihr haben wollt, Frau, Geld, Reichtum, Ruhm, könnt ihr alles haben, kein Problem, aber lasst mich in Ruhe. Er ist immer vertieft in Meditation über seinen geliebten Herrn. Bhalasi Bhole Baba ki, Bhalasi Thakur ki. So, Siv, you know, when Siv, when Parvati, he left body before he became Sati, and when left body, he now he became the, now he is the Parvati. And he doing, you know, this is the, under the tree, a bell tree, he doing very great austerity. He attend to Lord Shiva, you know. Then Shiva, he takes so many form and try to cheat to Parvati. But why you want to marry? It is a pagal, you know. Always take. Who cheated him? Huh? What was that? Who took many forms? Shankar. Shankar, he tried to many take another form. He tried to cheat to Parvati. Want to tell to Parvati, you don't want marriage to Shiva. You know, Shiva, he take test. He want to test to Parvati. You know, why you want marriage to Shiva? You know, Shiva taking the many form and try to cheat to Parvati. But why you want to marriage to Shiva? You know, he taking all the ghost. And he looked not like good, always staying in the close of the crematorium, you know. But you are so beautiful, you know. You are so beautiful. If you want marriage, how you are beautiful, you know. You are suitable husband is the Narayana, you know. Guluk like Narayana, very beautiful. So you want marriage to Narayana. But no, I want marriage only Shiva, you know. Only want Shiva marriage, not anybody else. Now why? He wants marriage to Shiva, but he sees the no. Shiva is the great Vaishnavas. Always he telling Harikatha. Always he telling Harikatha. So only one reason he want to marry with the Shiva. She is the Vaishnavi. Parvati is the Vaishnavi. Vaishnava always what they are want? Always want association of Vaishnavas. You know, always listening Harikatha. So only one desire. So when many way to test, but Parvati telling no, I only want marriage with the Shankar. Then Shankar he gave benediction, okay, I can do marriage. Then Narada he told to Parvati's father and mother, Menaka, and this is the Parvati, Vindhyachal, the Himalaya. So telling, oh, you can give marriage to your daughter with the Shankar, he's a very good person. And when our India, when some marriage party going, this Barajatri, meaning he's the party of the son, there are so many people coming, this father, mother, this parent, everybody, they are came to daughter's house, you know, take the big party coming. And when, you know, this all Menaka and this is the Himalaya Parvat and this all family, you know, when marriage, everybody family coming. Now this is the coming, this daughter's husband coming. So they are going big festival and they are big ceremony and they are gave to so much welcome to them. And when Shankar is the coming, you know, with him, you know, coming like this big stream coming. Bhoot, they're ghost, you know, they're dancing ghost, and you know, they're furious form. Somebody head is the behind, somebody head is the here, somebody no hand, you know, very, you know, very furious form. And when they are saw everybody close this door and go to inside, you know, then Parvati before did not serve to Shankar and this association, when he saw, then he try to give abuse to Narada, you nonsense idiot. My daughter is so beautiful. And you tell Shankar is a very beautiful form, very good person, you know, how you look like, you know. Shankar look like, you know, you cheated with me, my daughter is so beautiful. Then, you know, then telling you are not give marriage to my daughter to Shiva. Now Narada came to Shankar, well, Prabhu, are you want marriage? Well, yes. Well, if you want marriage, then you are take, you know, you are take very beautiful form and change to all this ghost form.
They will, okay, then is Shankar, now, you know, this body is made, they are ashes. Now he began to make very snow powder like this. And Shankar, this snake, not snake, this make nice, nice jewels, ornament. And this is the Vyagra charma skin of this is the tiger. Now he make resmi, you know, this dress of a resmi, dress very high class. Now everything change, you know. Now when this Parvati father, mother is so very beautiful, handsome, you know, Shankar, very beautiful. And this all this association, now they are changed, you know. Very beautiful, look like beautiful. Then tell, oh, very beautiful our, you know, this, what telling this, Parvati, the husband, the beautiful. So then they give marriage. So Shankar always try keep to hidden to him, you know, why the Vaishnavas, you know. Vaishnava always try to peaceful life and always chanting, remembering Lord's name. So Shankar, he try to, you know, keep to safe, you know, for people, always try to peaceful life, always. So he look like outside, he's like this, but with the Satyam Sivam Sundaram. So, es wird im Srimad Bhagavatam beschrieben, wie Sati einmal ihren Körper aufgab und wiedergeboren wurde als die Tochter des Himalaya. So als Tochter des Himalaya nahm sie harte Entsagungen auf sich, um wie erneut Shiva als Ehemann zu bekommen. So zu der Zeit erschien Shiva in vielen Formen vor Parvati, um sie zu testen, um zu sehen, ob sie es wirklich ernsthaft meint und ihn heiraten möchte. So Shiva erschien in verschiedenen Formen und sagte, wieso willst du diesen Shiva heiraten? Der ist ja arm, er lebt da im Himalaya ohne, er hat kein Haus, er hat auch nicht mal richtige Kleider zum Anziehen, er tut sich mit Asche einreiben. Du bist so schön, du bist seine Königin, wieso willst du diesen Shiva heiraten? Du bist so wunderschön, ein geeigneter Ehemann für dich wäre Narayan, aber nicht Shiva. Aber Sati, Parvati, was immer kam, sie war entschlossen, nein, ich möchte nur Shiva heiraten. Warum Shiva, warum nicht Narayan? Weil Shiva ist der Beste der Vaishnavas. Gemeinschaft mit Vaishnavas ist wertvoller als die Gemeinschaft mit dem Herrn selbst. Denn in der Gemeinschaft von Vaishnavas wird man immer Harikatha hören. Man sieht so viele Beispiele. Selbst Prahlad Maharaj, als Nrisimhadev ihm eine Betsegnung angeboten hat, hat Prahlad Maharaj gebeten, ich wünsche nur Sadhusanga. Ich möchte nur Gemeinschaft mit Vaishnavas haben. Gleicherweise Parvati sagte, ich möchte Gemeinschaft mit Shiva hören, weil dann werde ich immer Harikatha hören. Lord Shiva spricht unablässig Harikatha und ich bin begierig, diesen Harikatha zu hören. Parvati Devi, sie ist Vaishnavi. Sie ist auch die beste Dienerin des Herrn. Dann hat Shiva zugestimmt, okay, ich werde dich heiraten. So, dann kam Narada Muni zu den Eltern von Parvati. Das waren Menaka und Himachal, der Himalaya-Berg. Und er sagte, verherrlichte Shiva und schlug ihnen vor, dass sie ihre Tochter Shiva zur Frau geben. Dann haben sie zugestimmt und die Hochzeitsfeier wurde arrangiert. Große Feier, die ganzen der Himalaya und Menaka haben all ihre Freunde, Verwandten, alle eingeladen, großes Fest arrangiert. Und dann kam die Prozession vom Ehemann. Lord Shiva kam mit all seinen Gefährten. Wessen Shivas Gefährten? Also Geister, Gespenster, Hexen und alle an. Lord Shiva mit furchterregender Gestalt, mit Tigerfell, Schlangen, die sich um seine Arme wandeln und alle in Bekleidung von so vielen schrecklich anzusehenden Geistern. Manche von denen hatten ihren Kopf hier, manche auf dem Rücken, manche hatten keine Arme. Und
Und alle Leute, als diese Hochzeitsgesellschaft dort ankam, sind sie in ihre Häuser gerannt, haben die Türen zugerammelt und vor Entsetzen. So als der Himachal und Menaka, als die sahen, wer kommt denn da hin? Die soll meine Tochter heiraten. Dann waren sie entsetzt und sie sagten zu Narada, was? Das hast du uns nicht erzählt. Du hast uns gesagt, Shiva ist Satyam, Shivam, Sundaram, wunderschön, Glück bringt und voller transzendentale Eigenschaften. Und jetzt sehen wir sowas, also ich werde meine Tochter nicht ihm zur Frau geben. Dann ging Narada zu Shiva und sagte, mein lieber Herr, gibt es ein Problem, du möchtest heiraten, nicht wahr? So, wenn du heiratest, dann musst du dich ein bisschen in Schale schmeißen. dich angemessen kleiden. So, Shiva sagte, okay, kein Problem. Und plötzlich verwandelt er sich, seine Haut wurde so weiß wie Milch und leuchtend und strahlend und schön. Die Schlangen um seinen Hals wurden zu edlem Juwelen und Geschmeide. Sein Tigerfell wurde zu einem königlichen Gewand. Und all seine Gefährten wurden auch zu leuchtenden, großartigen Persönlichkeiten. Und als Himachal und Menaka und die ganzen Verwandten das gesehen haben, dann haben sie gestaunt und haben gesagt, oh, er ist mit Sicherheit ein qualifizierter Ehemann für unsere Tochter. Und dann gab es ein Happy End und Heirat zwischen Shiva und Parvati. Yeah, bole. Bole Baba ki. Finishing here, not listening more. Listening more. So here is the telling, you know, Shiva, and he also great devotee. Tell even he also gave benediction to Brahma. Brahma also worship to Brahma, he telling, I also worship to Shiva. Shiva when he also fulfilled the my desire. And mercy of Shiva, so many person become devotee. So Srimad Bhagavat, they are telling, asking Shiva, who is the so much near, dearest to you? Shankar telling, my devotee is the dearest, nearest to me. Mostly with worship Shankar, you know, worship Shankar, they are tamaguni. Ravana, Kumbhakarna, Banasur, all demon, they are worshipped to Shankar. Why? You know, they are giving example, there are three qualities, sattva, rajatama. But, you know, what is the your, what telling, guna? Your mode of nature. Nature, he easily worshipped to this demigod. If some tama guna, easily somebody worshipped to Shiva. Who is the rajaguna, they are worshipped to Brahma. Who is the sattva guna, they are worshipped to Vishnu. This is the nature, you know. When the kind of nature you worship, they are demigod. Shankar telling, mostly my devotee is the tamaguni. So I am not like to my devotee. I like to, who is the business devotee, I am like so much. So many, many person, one a devotee, his name is the Narasibhakat. Very great devotee. And Narasibh, he worship to Shankar. And when Shankar become pleased, then he asks to Narasibhakat, what he want? Then Narasibhakat, Prabhu, I am your son, I am don't know what is the good for me. You know what is the good for me. If you want to give benediction, what is the so much nearest, dearest to you, you gave this thing to me. Oh, telling Krishna is the my nearest, dearest to me. So I am gave to Krishna Bhakta, Krishna Bhakti. So mercy of Shankar, he became Krishna Bhakta. You know, he became Krishna Bhakta. Like this Shankar, if you are without duplicity, and if you worship to Shankar, then Shankar last he take you, Ram and Krishna, you know, he sent to Krishna Bhakta and Ram Bhakta. So mercy of Shankar, so many person there became devotee, you know, so many person there became devotee. So Shankar, you know, Shankar, like, you know, one Vitrasur, you know, this Vitrasur. Vitrasur is the... Once he meet with Narad, asking, oh Narad, who is demigod? Very quickly become very pleased. Brikasur. Also, Bhasmasur also, Brikasur also. Telling, who is demigod? Very quickly become pleased.
Well, he's the Bhole Baba, you know, he's the Bhole, very, very simple person, you know. And he's very kluge. Then he tried to do Jagya, you know, this Shiva Jagya, and he gave Ahuti, but he saw Shankar never manifested. Then last he cut this place, you know, gave to Ahuti, but even Shankar never manifested. Then cast this head, and he went cut this head and gave to Ahuti. Then Shankar is manifested. You know, well, oh, what you want? What you want? Well, you gave benediction me, my hand. If I gave somebody head, he became burnt. Well, why he asking this benediction? He saw in a Shankar have so beautiful wife, Parvati. She the look like very beautiful. Now he thinking always Shankar doing meditation. What he doing? You know, what doing? Take this beautiful wife. If I anyhow kill Shankar, then I can take to his wife, you know. So then Shankar is the Bhole Baba. He will, okay, I gave this benediction. Now telling you gave benediction. This is the truth, not the lie. So I want to taste, you know. So I want to give my hand to your head. Then the Shankar is the run away. He, you know, he also follow to Shankar. Then he the take shelter of a Vishnu. Oh, Prabhu, save me. Then Narayana take very small bay, form of small bay, and asking, oh, what happening? Why, where you run away? Well, Shiva, he gave benediction to me. If I gave somebody head, gave hand, gave on the head, he became burnt, but I want to taste. So now he the run away. Well, you also pagal, he also pagal. You are both the pagal, you know, mad person. Now when Dakhya Prajapati, when he gave to curse to him, then this all, you know, what gave benediction, you have no any power, more power, you know. So you have your own head, you can give your head, hand gave to your head. Well, if I burnt, well, first you can keep your hand like this. If coming some hurt, then you take out your hand. Well, keep your hand like this. Well, coming any heart? Well, no. Well, keep little bit, you know, near. Well, coming heart? Well, no. Well, when keep this, you know, hand keep this head, then it burnt, you know, burnt. Then Shankar, he then manifested. Now, Narayan, he, you know, Narayan tell, oh, Shankar, why you give like this benediction? You give such a benediction after he became your enemy and he tried to kill you. Why give this benediction? But Krishna, he never chastised to him, but he very nicely explained to him. So Brahma is telling, when Shankar he gave benediction to somebody, after if some coming problem, but Vishnu never angry to him. Angry to him. But if I gave some benediction, then he's angry to me. Like this, I gave benediction to Brahma, gave benediction to Hiranyakashipu, after Lord became so angry to me. But he never angry to Shankar. Well, coming question, why Shankar gave like this benediction? Well, Shankar is the complete Saranagata devotee. He know I am completely surrender to Krishna. If coming any problem, Krishna he saved me. He completely full faith to Krishna. So if anybody want any kind of benediction, he gave easily. He know Vishnu must. Why Krishna he take bhav the Bhagavad Gita, kauntaya pratijani name bhakta pranishati. Arjuna take bhav, my devotee never died. He completely believed to Lord, you know. So if, like this, he gave so many examples, he gave so many demonic person, he gave benediction. After coming on a problem, Vishnu he saved to him. But never Vishnu chastised to Shankar. Very nicely he explained, you don't do this thing. So Brahma sagte zu ihm, sogar ich verehre Shiva und Shiva gibt auch mir, hat auch mich gesegnet. Und überall im ganzen Universum wird Shiva verehrt aus diesem Grund. Mercy of Shiva, so many persons got bhakti. Ja. So die Lord Shiva. Aber welche so viele Leute verehren Shiva? Welche Verehrer mag Shiva selbst am meisten? Meistens verehren die Leute Shiva, die sehr in Tamagun sind, ne, sehr in Dunkelheit. Ja. Der, je nach seiner Natur, verschiedene Leute werden verschiedene Halbgötter verehren. Diejenigen in der Erscheinungsweise der Unwissenheit verehren meistens Shiva. Diejenigen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft verehren Brahma.
Diejenigen in der Erscheinungsweise der Tugend verehren Vishnu. So meistens sind die Verehrer von Shiva sehr unwissende Leute. So, Shiva sagte, diese Leute sind nicht meine wirklichen Verehrer. Ich merke eigentlich die Krishna-Bhaktas. Meine wirkliche Barmherzigkeit gebe ich denjenigen, die den Herrn verehren wollen. So, und es gibt viele Beispiele von Leuten, die Shiva verehrt haben und schließlich Ram-Bhaktas oder Krishna-Bhaktas geworden sind. Wenn jemand im Herzen aufrichtig, ohne Falschheit Shiva verehrt, wird Krishna ihm segnen, wird Shiva ihn segnen mit Bhakti zu Krishna und Ram. Und es gab einen berühmten Devotee, sein Name, which Devotee? Bhagat, ihr seid zum Narasi Bhagat. Narasi Bhagat. Yeah. Dieser Devotee verehrte Shiva. This Narasi Bhagat, you know, after he became Krishna Bhakta, yeah. But he always, you know, always observed Krishna Bhakti. But he have one daughter, very beautiful daughter. But he always is chanting, completely observed Krishna Bhakti. But in our India, everybody gave this daughter to marriage. Mm. But now who gave to marriage? Krishna himself, he go to give marriage to. And very, he doing very great festival, you know. He paid to everybody, nice, nice preparation. Krishna himself gave to marriage. And take Krishna so many preparation, Krishna himself take the form of Narasimha Bhakti, you know. Okay. He is always doing bhajan. Yeah. So Krishna, he takes the form of this Narasimha Bhakti. Okay. Like this, his daughter. Yeah. And he became husband and gave a big feast he gave Krishna himself. Yeah. Und dann war Shiva mit seiner Verehrung zufrieden und fragte ihn, wie kann ich dich segnen? Und er sagte, oh, ich weiß nicht, was gut für mich ist. Und du weißt besser, was am besten für mich ist. Was ich wünsche, ist der Größte, das, was dir am liebsten ist in deinem Herzen, dass du das zu mir gibst, das wünsche ich mir. So, dann sagte Shiva, oh, das, was mir am liebsten ist, das ist Krishna. Und dann gab er diesem Devotee, Narasi Bhagat, gab er Krishna Bhakti. So, dieser Devotee wurde ein großer Krishna Bhakta, immer vertieft in Krishna. War so sehr in Bhajan vertieft, er hatte eine Tochter, aber als es Zeit war, seine Tochter zu verheiraten, war er so in Bhajan vertieft, dass er gar nicht in der Lage war, seine Tochter zu verheiraten. So, dann kam Krishna selbst und arrangierte die Hochzeitsfeier und verheiratete, nahm die Form von diesem Devotee an, verheiratete seine Tochter und richtete ein großes Fest aus, ihr zu ehren. So, auf die Weise ist Shiva gibt die Segnung, diejenigen, die aufrichtig sind, segnet er mit Krishna Bhakti. Und diejenigen, die nicht aufrichtig sind, zu ihm kommen, die betrügte Shiva. Alle die Segnung, die Shiva den Leuten gibt, die mit materialistischen Ideen zu ihm kommen, diese Segnung hat immer, Gurudev sagt, immer ein kleiner Haken, der letztlich praktisch, dass diese Leute sich selbst damit zugrunde richten, mit ihrer Segnung, die sie bekommen. Beispiel dafür ist der Prikasur. Nahm hat Wirkung auf sich, um Shiva zu erfreuen. Aber Shiva führte so lange Yagya aus, aber Shiva erschien nicht vor ihm. Dann schließlich begann er sich sein eigenes Fleisch vom Körper zu schneiden und im Opferfeuer darzubringen. Aber immer noch erschien Shiva nicht. So, denn schließlich war er so wild entschlossen, dass er sich dachte, okay, ich schneide mir meinen eigenen Kopf ab und schmeiß den ins Opferfeuer. So, als er gerade dabei war, sich seinen eigenen Kopf abzusägen, da erschien Shiva vor ihm und sagte, was möchtest du haben? Er sagte, oh, ich möchte eine Segnung, dass jeder, dessen Kopf ich mit meiner Hand berühre, dass der augenblicklich verbrennt. Shiva sagte, das hast du, da hast du. Und dieser Dämon dachte sich, okay, werde ich gleich mal ausprobieren. Dieser Shiva hat so eine wunderschöne Frau, Parvati. Ist jetzt meine Gelegenheit, wenn ich diesen Shiva an dem Kopf fasse, und dann ist seine Frau frei und ich kann mit ihr genießen. So,
Er sagte zu Shiva, ich muss doch mal testen, ob diese Segnung, die du mir gegeben hast, auch funktioniert. Und ging auf Shiva los. Und Shiva rannte sofort davon, weil er wusste, dass seine Segnung funktioniert. Und der Prikasura rannte ihm hinterher. Und so rannten sie durchs Universum. Schließlich nahm Shiva, suchte er Zuflucht beim höchsten Herrn, bei Sri Vishnu. Und der höchste Herr manifestierte sich als ein wunderschöner Brahmachari. Und er hielt diesen Prikasura auf und sagte, wo rennst du denn so schnell hin? Er sagte, ja, ich renne dem Shiva hinterher, ich wollte ihm an den Kopf fassen. Wieso denn? Na, ich habe eine Segnung und die wollte ich am Shiva ausprobieren. Dann sagte der Brahmachari, guck mal, du bist nicht sehr intelligent. Dieser Shiva, schau doch mal, wie er aussieht. Glaubst du, so jemand kann dir so eine Segnung geben? Weißt du nicht, dass Shiva von Daksha verflucht wurde? Als Daksha Shiva verflucht hat, dann alle seine Fähigkeit, Segnung zu geben, sind verschwunden. So, er kann keine Segnung mehr geben. Du kannst es selbst an dir ausprobieren. Du wirst sehen, dass es nicht funktioniert. Dann der sagte, ja, aber was, wenn es doch funktioniert? Ja, kein Problem. Guck mal, du kannst die Hand ein bisschen über deinen Kopf halten. Du wirst ja merken, ob es warm wird oder nicht. Und dann kannst du deine Hand jetzt noch ein bisschen näher an deinen Kopf halten und wird es warm? Nee, nix. Na, probier mal. Dann hat er den Kopf gefasst und dann, zack, war verbrannt. So, dann kam Shiva zu Sri Vishnu. Und Shiva, Lord Vishnu sagte mit sehr gütiger Stimme, sagte er zu Shiva, also es ist nicht sehr schlau, so einem Dämon so eine Segnung zu geben. Aber Krishna ist nie zornig auf Shiva. Wenn Brahma Shiva Segnung gibt, wenn Brahma den Dämonen Segnung gibt, dann kommt eine große Störung im Universum. Und Krishna ist zornig, manchmal zornig auf Brahma, dass er solche Segnungen gibt. Aber wenn Shiva eine Segnung gibt, weil Shiva vollständig dem Herrn ergeben ist, deswegen, er sucht in jedem Augenblick, in jedem Moment Zuflucht bei Krishna. Und Krishna verspricht in der Bhagavad Gita, O Arjun, verkünde kühn, dass mein Geweihter niemals vergeht. So jemand, der völlig Krishna ergeben ist, Krishna kümmert sich um alles, was alle Schwierigkeiten seines Geweihten. So deswegen ist Krishna niemals zornig auf Shiva. Und wenn er diese Segnung, die Lord Shiva gibt, tun sich am Ende immer als Segnung für die Welt herausstellen. Lasse Shiv Thakur ki. Okay, finish. Tomorrow you can listen and continue, okay? And tomorrow, Harike. Okay, tomorrow evening time, you can try, if possible, listen some Radharani Katha, okay? Morning time, you can listen Vrit Bhagavata Amrita. Vrit Bhagavata, not starting now, you know? Vrit Bhagavata, this is the first, the Jnani Bhakta, then Suddha Bhakta. Premi, Premapar, Premadhar. Now starting the devotees now. Yeah, now he's the introduction now. Now not coming Prahlad Maharaj Katha now. Okay, Gaur Brahmanande, Hari Hari Bol. Arati, yeah? Arati.
Krishna Hari Bol. Shiva Jaya Jaya Gora Chandi Arati Vasoka Jaya Yeah.
Thank you.
Radha Shyam Sundara Dharmam Bihar Yuki Jai Om Vishnu Bhava Brahma Sumara Kishaya Shtotra Sata Yuga Chaya Bhakta Vanda Shila Bhakta Danta Narayan Vashem Maharaj Jai Medrushan Tvara Shtotra Sata Sishi Machila Bhakta Danta Vaman Vashem Maharaj Jai Shri Bhakti Sirup Siddhanti Goswami Maharaj Jai Shri Aisi Bhaktanta Swami Prabhupada Jai Shri Trishtrishtra Bhakti Pragyan Kesha Goswami Maharaj Jai Shri Jagat Guru Dirvishnu Mishkapad Shri Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Ki Jai Mahabhagat Bhava Shri Gopishodas Vaji Maharaj Ki Jai Saptam Goswami Shachit Anandri Shri Thakur Bhakti Vinod Ki Jai Vaishnava Savvama Shri Jagannadas Vaji Maharaj Ki Jai Shri Rupanugu Guru Vaga Ki Jai Shri Rupa Shri Sanatan Badraganath Shri Jivu Gopala Vedadas Shoganath Sat Goswami Prabhu Ki Jai Namachar Shri Haridas Thakur Ki Jai Prem Shri Koshi Krishna Jaitanya Prabhunitana Shri Yogyaita Gadatha Shri Sari Gora Bhakta Vrinda Ki Jai Sri Navri Maya Buddhama Ki Jai Vrindavan Dhama Ki Jai Giri Raj Maharaj Ki Jai Shimana Ganga Tulasi Bhakti Devi Ki Jai Sri Gopeshwa Mahadevi Ki Jai Sri Yoga Maya Punamasi Devi Ki Jai Sri Janavata Kurani Ki Jai Granta Rachima Bhagavata Mahapurani Ki Jai Shri Prihad Bhagavata Amritam Ki Jai Adi Guru Shri Brahma Ji Ki Jai Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Chakra Ju Ki Jai Sri Narasingha Bhagavan Ki Jai Bhakta Baba Blad Maharaj Ki Jai Shri Charu Sampadaya Ki Jai Charu Chaya Ki Jai Antukuri Vaishna Prind Ki Jai Sivara Bhakta Vind Ki Jai Ki Jai Taiko Priminande Puchabad Bhaktivinanta Sridhar Maharaj Ki Jai.